Neues Video von unserem Lieblingstierarzt, Dr. Karim Montasser. Das gucken wir uns jetzt an. Nach diesem Quatschi-Video gucken wir uns mal ein bisschen was Ernsthafteres an. Und zwar Bayern gegen Tierschutz, die dümmste Begründung für Anbindehaltung. Also Anbindehaltung ist genau das, was ihr hier seht, ne? Die Kühe werden am Hals fixiert, können sich überhaupt nicht bewegen und es ist die komplette Tierqual. Und in Bayern, Bayern ist das Nummer-1-Land für Anbindehaltung. Es ist wieder soweit. Karim macht sich Freunde. In der heutigen Ausgabe unserer allseits beliebten Reihe ist es, Trommelwirbel, der Freistaat Bayern und genauer der Bayerische Bauernverband. Es geht um die Anbindehaltung von Rindern und die wirklich, wirklich absurdeste Begründung für Tierleid, die ich jemals gehört habe. Was könnte die Begründung sein? Könnte sowas sein wie Tradition? Könnte sowas sein wie... Es ist wahrscheinlich so dumm, dass man nicht drauf kommt. Irgendwie sowas wie Tierwohl, dass sie das irgendwie mit Tierwohl oder so begründen. Und leider geht es auch mal wieder um die Rolle von uns Tierärzten und Tierärztinnen bei all dem. Und noch eins. Ich bin super krass hyped und freue mich, dass ich euch heute ein Projekt vorstellen kann, das seit Monaten in Arbeit ist und von dem ich träume, seit ich ungefähr 6 Jahre alt war. Aber dazu später mehr. Falls ihr es ich wollte noch mal sagen, Harald Lesch ist natürlich jetzt komplett schachmatt gesetzt. Ne? Also da ist jetzt nichts mehr zu holen bei Harald Lesch tatsächlich. Nicht wisst. Anbindehaltung ist genau, was man sich bei dem Wort vorstellt. Rinder werden angebunden gehalten. Also, ich meine, dass unsere Milchkühe nicht über Alpenwiesen hüpfen und irgendwie Blumenkränze am Haar haben, das ist klar. Anbindehaltung ist aber nochmal ein ganz anderes Kaliber als Stallhaltung eh schon. In der Anbindehaltung werden Rinder mit Stricken, Ketten oder einem Metallstand angebunden gehalten. Sie werden fixiert. Sie haben also keinen Bewegungsspielraum. Ohne Bewegung wird gefressen, geschlafen. Ja, vor allen Dingen bei vielen schneidet sich das halt komplett in den Hals rein und so, ne? Also das gibt richtig üble Verletzungen dann auch noch dazu. Gekotet, alles. Das ist absurd. Diese Kühe verbringen im besten Fall jeden Herbst und Winter so. Und im schlimmsten, aber leider sehr, sehr häufigen Fall, ihr gesamtes Leben. Und zwar angebunden. Kühe sind hochsoziale Lebewesen, aber in Anbindehaltung ist eine soziale Interaktion nur möglich, soweit sie ihren Kopf drehen können. Es gibt keine Kunden, kein Spiel, nicht mal artgerechtes Schlafen ist möglich. Besonders bei den Metallständen. Wie soll man hierin schlafen können? Kühe, also Rinder, sind nicht nur gesellige, sondern auch agile und äußerst neugierige Tiere. Da ist es absolute Folter, keinerlei Interaktion oder Eindrücke bekommen zu können. Und es wird wirklich noch absurder, wenn das Rind mit dem Kopf an einer Wand steht. Dann gibt es gar keine Eindrücke mehr. Umdrehen, unmöglich. Und da fragt man sich echt, wieso Anbindehaltung so häufig ist. Wie häufig? Die mit Abstand meisten deutschen Milchviehbetriebe, in denen Anbindehaltung angewendet wird, die gibt es in Bayern. Circa 25.000. Und von diesen 25.000 Betrieben halten rund die Hälfte ihre Rinder in Anbindehaltung. Diese Zahl stammt nicht mal von irgendeiner Tierschutzorganisation oder so, sondern vom Bayerischen Bauernverband. Dennoch spricht sich der Verband gegen die Abschaffung von Anbindehaltung aus. Und zwar aus den abstrusesten Gründen, die ich jemals gehört habe. Bevor wir dazu kommen, müssen wir uns aber erstmal anschauen, warum es uns Menschen so leicht fällt, bei Rindern wegzuschauen. Okay, Quiztime. Wisst ihr, wie ein Rind aussieht, dem langweilig ist? Nee, oder? Aber ihr wisst, wie ein Hund oder eine Katze aussehen, denen langweilig ist. In der Regel können Rinder einfach sehr schwer lesen. Das hängt einerseits damit zusammen, dass wir in aller Regel weniger Kontakt zu Rindern als zu Hunden oder Katzen haben. Es liegt aber auch daran, dass Rinder sogenannte stumme Leider sind. Ihre Mimik ist so ganz anders als bei uns Menschen und sie passen sich uns auch nicht an, wie ein Hund zum Beispiel. Deshalb schauen wir in vermeintlich ausdruckslose Gesichter. Und das führt zu einer emotionalen Distanz, zu einer Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen von Rindern. Dabei wissen wir mittlerweile recht viel über Rinder. Hier mal nur ein paar Beispiele aus der Wahrnehmungsforschung. Rinder haben ihre Augen eher seitlich angesetzt und ein Sichtfeld von 330 Grad. Das ist fast... Wow. Holy shit, ey, die haben fast Rundumblick, ne? Krass. Fast Rundumsicht. Sie erkennen aber nur die 30 Grad genau vor sich scharf.
Das bedeutet, Rinder sehen aus dem Augenwinkel jede Bewegung unscharf und müssen sich dann erst drehen, um zu erkennen, was sich genau bewegt. Und selbst in dem scharfen Bereich vor sich sehen Rinder nur mit einem Drittel unserer menschlichen Sehschärfe. Das alleine erklärt schon schreckhaftes Verhalten, wenn man sich einem Rind von der Seite nähert. Rinderaugen benötigen außerdem viel länger als menschliche Augen, um auf Lichtwechsel klarzukommen. Außerdem sehen sie mit 50 bis 60 Bildern pro Sekunde, nicht wie wir Menschen mit läppischen 15 bis 16. LED-Beleuchtung läuft bei 50 Hertz Wechselstrom und deshalb flackert künstliches Licht für Rinder. Folgendes Szenario. Stell dich mal vor, ihr seid ein Rind auf einem Transport in den Schlachthof. Ihr kommt dort an, die Tür von dem Transporter geht auf und wo es vorher sehr dunkel war, scheint auf einmal Licht rein. Und ihr seht für lange Sekunden nur weiß, als hättet ihr in den Blitz von der Kamera geschaut. Klar, deshalb geht ihr erstmal nicht vom Hänger, sondern bleibt stehen. Ihr seht ja nichts. Das finden die Schlachthofmitarbeiter aber nicht so dolle. Deshalb kommen 13, sie von 12. der... Junge, du hast keinen Plan, also mach die Backen zu, Junge. Was hat der AfD mit Adi zu tun, Lappen? Aber wähl mal schön weiter die Altparteien, dann wird alles noch teurer. Immer mehr Leute wissen nicht, wie sie leben sollen und es kommen immer mehr Afrikaner nach Deutschland, damit schön die Frauen. Aber hier, wenn du das gut findest, dann let's go. Ich wäre eher dafür, Deutschland aufgeräumt zu werden, du Vogel. Seite und erschrecken euch. Instinkt, umdrehen, hinschauen. Ihr könnt euch aber nicht drehen, sondern werdet nach vorne gedrängt. Und wenn ihr endlich etwas sehen könnt, wenn das Weiß nachlässt, dann flackert die gesamte Umgebung durch die LED-Lampen im Schlachthof. Tja, und dann habt ihr Pech, denn ihr könnt nicht mal eure Angst so ausdrücken, dass empathielose Menschen sie wahrnehmen würden. Apropos empathielos. Also wir hatten das ja. Dem Bayerischen Bauernverband ist bewusst, wie viele Tiere in Anbindehaltung leiden. Und auch, dass das alles ziemlich uncool ist, darüber besteht Klarheit. Ein Leben am Strick kann wirklich niemand schönreden. Das heißt aber nicht, dass man sich gegen Anbindehaltung aussprechen muss. Immerhin muss ja jemand an die Kosten denken, die ganzen kleinen armen Milchbetriebe durch eine Umstellung hätten. Das geht ja nicht, da schaltet sich direkt die bayerische Regierung ein. Und hier kommt wirklich die absurdeste Argumentation ins Spiel, die ich jemals gehört habe. In einem Artikel des Bayerischen Landwirtschaftlichen Wochenblattes heißt es: Die Weiterentwicklung der Tierhaltung muss daher nach Überzeugung der Staatsregierung die regional und historisch gewachsenen Traditionen und familiären Strukturen unbedingt berücksichtigen. Ja, ja. Die Auswirkungen auf die Orts... Du meinst, so schön was du gemacht. Das muss auch berücksichtigt werden, dass wir das schon immer so gemacht haben mit den Tieren quälen. Das können wir jetzt nicht einfach so aufgeben von einem Tag auf den anderen. Hören Sie mal. Kerne der Dörfer, das Landschaftsbild, die Kulturlandschaft und den ganzen ländlichen Raum wären dramatisch, warnt die Staatsregierung. Wir haben noch mehr. Der Bayerische Bauernverband ergänzt. Zudem leisten auch diese Familien, die die kleinen Anbindebetriebe bewirtschaften, einen wichtigen Beitrag zur Sicherung lebendiger Dörfer und Gemeinden und der sozialen Strukturen vor Ort. Dies reicht vom Engagement in den örtlichen Vereinen bis zum ländlichen Straßen- und Wegebau. Viele der... Ja, okay, dann können wir die halt zu Tode foltern, ne? Die sind halt auch in Vereinen aktiv. Also die sind halt auch in Vereinen aktiv und blasen irgendwelche Alphörner rein. Dann können wir die Folterbetriebe natürlich am Leben halten. Warum auch nicht? Für die Naherholung gern genutzten Feld- und Waldwege sind so entstanden und werden instand gehalten. Leute, die Argumentation, die wirkt lächerlich verzweifelt, wenn Feld- und Waldwege auf einmal Anbindehaltung rechtfertigen sollen. Es geht nicht um Tierschutz, sondern um eine Erhaltung veralteter und völlig überholter Strukturen. Und die Argumente gehen einfach aus und dann kommt man halt auf Waldwege. 2021 hat es der Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf die Spitze getrieben. Die Anbindehaltung wurde in einem Antrag auf ein UNESCO-Weltkulturerbesiegel als schützenswertes Kulturgut angegeben. Glücklicherweise war der Widerstand gegen dieses Loophole so groß, dass die Anbindehaltung wieder daraus gestrichen wurde. Aber daraus lernt man ja nicht oder so. Aktuell ist es folgendermaßen. Der Freistaat Bayern hat Ende 2023 einen Bundesratsantrag zum Schutz der bäuerlichen Anbindehaltung eingereicht. Und jetzt liegt es unter anderem an uns Tierärzten und Tierärztinnen, sich für Rinder und gegen die Anbindehaltung stark zu machen. Immerhin ist ja ein neues Tierschutzgesetz auf dem Weg. Und wir, unsere Berufsgruppe, meine Berufsgruppe, wir sind ja die Anwälte der Tiere, nicht wahr? Jetzt kommt leider der Punkt, an dem ich einen Blick auf die Rolle von uns Tierärzten und Tierärztinnen werfen muss. Dieses Mal vertröste ich euch aber mit diesen Informationen bis September. What the fuck? Lass mich erklären. Ihr wisst ja, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme, wenn es um Kritik an meinem Berufsstand geht und Agro-Pulle wie Leroy Jenkins. Leroy! Junge! Viel zu laut! Aua! Puh.
Und das habe ich auf die Spitze getrieben. Und ich kann jetzt endlich mein geheimes Projekt ankündigen, an dem ich Monate gearbeitet habe. Im September erscheint mein Buch. Es heißt Das Tierwohlparadox. Wie spielt die Tiermedizin der Massentierhaltung in die Hände? Und darin decke ich an viel zu vielen Stellen an. RIP an alle, die mit In-Ear-Kopfhörern zugucken, ne? Viel Spaß beim Ohrenarzt morgen, Junge. Auf, was die Tiermedizin so treibt. Das Buch wird wie gesagt im September erscheinen, als Teil der Reihe eingetaucht. Und mit Community Editions habe ich einen fantastischen Verlag an meiner Seite. Wir haben das Buch extra günstig gehalten, damit die Hürde möglichst gering ist und viele Leute informiert werden, was hinter verschlossenen Türen so vor sich geht. Das Buch ist ab sofort vorbestellbar und belegt gerade noch Rang 200.000 irgendwas in den Vorbestellungen. Helft mir bitte, diese Zahl kleiner zu bekommen. Damit erfahrt ihr nicht nur, was die Tierärzteschaft zur Anbindehaltung sagt, sondern supportet meine Arbeit ganz direkt. Ich wollte ein Buch schreiben, seit ich lesen kann. Bin gerade ein kleines bisschen aufgeregt, dass es knapp 30 Jahre später wirklich soweit ist. Einen Link zum Buch habe ich euch in die Beschreibung gepackt. Und naja, das ist das erste Mal, dass ich euch direkt darum bitte, Geld für mich auszugeben in 5 Jahren plus YouTube. Und ich bin ein bisschen überfordert. Also wäre cool. Ich habe mir allergrößte Mühe gegeben, versprochen. Ich habe mit vielen ExpertInnen gesprochen. Ich habe wirklich Dutzende Aha-Momente festgehalten und bin mir sicher, dass es euch gefallen wird. Danke, Freunde. Wenn ihr bestellt. Den Link findet ihr unten. Peace. Jo. Das hier ist das Video. Falls ihr euch das Buch kaufen wollt, dann könnt ihr das da in der Beschreibung finden. Ich glaube, den Mann sollte man unterstützen. Ich glaube, den sollte man tatsächlich unterstützen. Na.